Die Funktionskarte Trübe Gedanken steht in erster Linie für eine Warnung vor Betrug. Es sollten keine Unterschriften getätigt werden. Liegt die Karte über, unter, rechts oder links von einer Personenkarte, verändert sich die Bedeutung. Über der Personenkarte setzt sich die Person mit Lügen auseinander. Ihre Gedanken kreisen um eine Lüge. Unter der Personenkarte liegend würde die Karte trübe Gedanken zeigen, dass die Person aufgrund schlechter Erfahrungen in Bezug Lügen belastet ist. Links von der Hauptperson, der Frau, kann dies der Hinweis für eine aufrichtige Person sein, welche von Betrug und Lügen nichts wissen möchte. Könnte aber auch bedeuten, dass diese Person einen Betrug nahestehender Personen ignoriert, um nichts verändern zu müssen. Liegt die Karte trübe Gedanken rechts von der Hauptperson, der Frau, sollte auf keinen Fall Geld verliehen oder Verträge unterschrieben werden. Die jeweiligen angrenzenden Karten offenbaren tiefere Einblicke in die Bedeutungen. Über oder unter der Karte bleibt die Deutung bei männlichen oder weiblichen Personen gleich. Links oder rechts muss die Blickrichtung von männlichen oder weiblichen Personenkarten beachtet werden. Viele weitere Informationen, Karten wie eine alte Schrift zu deuten, werde ich in den nächsten Videos zeigen.